Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines wöchentlichen Blackout-Tickers. Hier bekommen Sie meine persönliche Einschätzung zur Veränderung des Brownout- und Blackout-Risikos. Mein Name ist Robert Jung-Nischke und ich berate klein- und mittelständische Unternehmen im Bereich des Business Continuity Managements Energie. Das heißt, wie man sich auf Energiemangellagen, auf Stromrationierungen, auf geplante und ungeplante Stromabschaltungen bestmöglich vorbereiten kann. Ja, welche Parameter liegen diesem Blackout-Ticker zugrunde? Mein Ziel war es, Ihnen eine nachvollziehbare Einschätzung liefern zu können, damit Sie selbst sich ein Urteil über das Blackout-Risiko machen können. Deshalb kommen hier zum Einsatz die Redispatch-Maßnahmen, respektive die Anzahl der Redispatch-Maßnahmen im Vergleich zur Vorwoche. Dann die Schwankungen der Netzfrequenz von 50 Hertz. Die 50 Hertz ist ja die Regelgröße des Stromnetzes und idealerweise schwankt die Frequenz immer um diese 50 Hertz. Dann betrachten wir kurz den Gasfüllstand, obwohl ich dem keine große Bedeutung beimesse, denn das Gas gehört nicht dem Land, sondern es gehört privaten Unternehmen. Und ob im Bedarfsfall das Gas dann der Bevölkerung zugutekommt, das wissen wir nicht. Dann betrachten wir auch, ob es einen Krieg im Netzgebiet gibt. Das hat einfach damit zu tun, dass durch Kriegshandlungen sehr schnell eine Großstörung ausgelöst werden könnte, die wiederum dann Auslöser für einen Blackout wäre. Wir betrachten das Wetter, hier speziell den Wind und die Temperatur und das Verhältnis von Stromerzeugung zum Strombedarf und die Gefahr eines Sonnensturms. Die genauen Beschreibungen der einzelnen Bewertungsparameter finden Sie auch in der Videobeschreibung. Bei der Bewertung bediene ich mich des bekannten Ampelsystems. Beginnen wir mit der Veränderung der Redispatch-Maßnahmen. In der Vorwoche waren es 146 und diese Woche waren es 270. Also sehen wir hier, die Anzahl der Netzeingriffe, das Netz stabil zu halten, ist wieder drastisch gestiegen. Also eine bedenkliche Entwicklung. Und wenn wir uns die Gesamteingriffe verglichen zum letzten Jahr ansehen, wird das nur bestätigt. Im letzten Jahr waren es 8.635 Eingriffe und in diesem Jahr sind wir schon bei 12.424 Eingriffen, die nötig waren, unser Stromnetz stabil zu halten. Ja, die Netzfrequenz, ich sagte es eben schon, wichtig ist, dass sie immer um die 50 Hertz pendelt und idealerweise in einem sehr engen Rahmen. Leider haben wir die letzten Wochen mehrfach die Situation gehabt, dass es nicht mehr möglich war, die Netzfrequenz von 50 Hertz zu erreichen. Es fehlte einfach die dazu nötige Kraftwerksleistung. Aber momentan, also Stand gestern, wo ich diese Grafik heruntergeladen habe, sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Ja, Augenmerk möchte ich heute mal richten auf die installierte zuverlässige Kraftwerksleistung. Wenn wir die zusammenzählen, Quelle Bundesnetzagentur, dann kommen wir auf ca. 57 Gigawatt an zuverlässiger Kraftwerksleistung ohne die Gaskraftwerke. Warum habe ich die rausgelassen? Weil wir einfach einen Mangel an Gas bekommen werden und damit können wir nicht jederzeit diese Kraftwerksleistung abrufen. In die gesicherte Leistung geht bei mir nur ein Braunkohle, Steinkohle und die Mineralölprodukte und die Pumpspeicherwerke, weil das sind welche, die können zu jeder Zeit die Menge an Energie liefern, die halt sie produzieren können. Und alle anderen werden uns demnächst wegbrechen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie das demnächst funktionieren soll. Es sollen immer mehr Wärmepumpen zugebaut werden. Die Mobilität soll von fossilen Brennstoffen auf E-Mobilität gehen. Und der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht schon das Wort Spitzenglättung kennen. Gerade momentan geht das auch wieder durch die Medien. Spitzenglättung sagt, dass es hier eine Spitzenglättung beim Verbrauch geben wird. Das heißt nicht bei der Erzeugung, sondern es wird dann einfach den Verbrauchern nicht mehr die Menge an Energie zur Verfügung gestellt, die sie benötigen. Und das bedeutet eben, ich kann eine Wärmepumpe nicht mehr so betreiben, wie ich möchte, in Form von Heizen.
Und ich kann mit meinem E-Auto vielleicht nicht so weit fahren, weil meine Batterie nicht so voll ist, wie ich das eigentlich geplant hatte. Ja, die Bewertung der Bundesnetzagentur bezüglich der Gassituation. Letzte Woche war die Lage noch angespannt und diese Woche schätzt die Bundesnetzagentur die Lage deutlich entspannter ein. Hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir momentan keinen größeren Wintereinbruch zu befürchten. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass die tatsächlichen Gasspeicherfüllstände Schall und Rauch sind. Zum einen, wie gesagt, wir wissen nicht, ob uns dieses Gas zur Verfügung steht irgendwann, wenn wir es brauchen. Und das andere Problem ist, dass die Gasspeicher nur bis ungefähr 30% geleert werden können. Dann haben wir leider auch immer noch einen Krieg im Europäischen Stromverbund. Die Ukraine wurde ja im März in den Europäischen Stromverbund aufgenommen. Und gerade durch eine Kriegshandlung ist es halt möglich, Strominfrastruktur schnell zu zerstören. Das kann zu einer Großstörung führen und die wiederum zu einem Blackout. Kommen wir zum Wetter. Hier zunächst einmal zum Wind. Die letzten Wochen hatten wir ja schon ein ziemlich großes Auf und Ab der erneuerbaren Energien. Das wird wahrscheinlich so weitergehen. Für die nächsten Tage sind ungefähr 10 Gigawatt an Windleistung, also Windstromleistung, prognostiziert. Wir haben jetzt halt durch Weihnachten das Glück, dass auch der Bedarf sinkt. Insofern vielleicht geht es ja gut. Ich möchte auch noch mal hinweisen auf das Thema der Dunkelflauten. Das wird nämlich leider gerne in den Leitmedien verschwiegen. Es ist halt eine Realität, dass es immer wieder zu Dunkelflauten kommt. Dunkelflaute bedeutet, dass Sonne und Wind keinen nennenswerten Ertrag zur Versorgung mit Strom liefern. Und hier auf der Internetseite Tech for Future gibt es eine schöne Aufzeichnung, wie die längsten Dunkelflauten gewesen sind. Und hier sieht man ab dem 26.08.2014 eine Dunkelflaute, die immerhin 3,5 Monate gedauert hat. Und das soll einfach nochmal untermauern, wie schwankend eben Sonne und Wind sind und dass wir uns auf diese eben nicht verlassen können. Dann kommen wir zur Temperatur. Hier sieht es ganz positiv aus. Es wird die nächsten 16 Tage wahrscheinlich keine Minustemperaturen geben. Wenn Sie sich zurückerinnern, als wir jetzt diese bis minus 12 Grad hatten, konnte man deutlich sehen, wie der Energieverbrauch drastisch gestiegen ist. Also kann man sagen, vom Wetter her droht uns momentan keine Erhöhung des Risikos. Ja, das Verhältnis von Stromerzeugung zu Strombedarf ist auch mehr oder weniger ausgeglichen. Man sieht hier in der Mitte der Grafik, dass wir mal deutlich mehr produziert haben, als wir brauchten. Das geht unten, sieht man sehr schön einher mit einer Erhöhung des Windstroms. Das darf uns aber nicht in Sicherheit wiegen, da es uns nichts nutzt. In dem Fall ist dieser Überproduktion Abfall und muss außer Landes geschafft werden. Und in der Regel bezahlen wir dafür, dass dieser Strom dann irgendwo abgenommen wird, weil das Problem von Wind und Sonne ist leider, dass sie nicht planbar liefern, sondern eben dann, wenn das Wetter es will. Und das wird dann häufig nicht gebraucht. Ja, die Gefahr eines Sonnensturms für die nächsten Tage ist gering. Insofern auch hier aber Entwarnung. Damit kommen wir zur Bewertung. Ich würde sagen, gelb. Begründung für die Bewertung ist erstmal die Einschätzung der Bundesnetzagentur, die vorsichtige Entwarnung für die nächsten Tage gibt. Aber nochmal, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Temperatur momentan nicht unter 0 Grad geht. Obwohl wir einige deutliche Unterschreitungen der 50 Hertz die letzten Tage und Wochen hatten, ist momentan die Lage ausgeglichen. Leider fällt Frankreich als wichtiger Stromlieferant für uns immer noch aus, weil man nicht genügend Kernkraftwerke in Betrieb setzen kann. Und die Anzahl der Länder mit Energieproblemen in Europa bleibt hoch. Hier sind zu nennen Finnland, Schweden, Schweiz, Belgien und Irland. Aber wie gesagt, die Temperatur bleibt über 0 Grad. Wir haben die Weihnachtsferien, wo eben viele Unternehmen auch zu haben. Insofern brauchen wir auch weniger Strom. Ja, und bitte beachten Sie, dass es natürlich auch noch andere Auslöser für Stromabschaltungen, Stromrationierungen und einen Blackout gibt. Das sind menschliches und technisches Versagen, Komplexitätsversagen,
Erdbeben und Extremwetter und natürlich auch Terror- und Cyberattacken. Und gerade die Gefahr von Cyberattacken ist extrem hoch. Wen das interessiert, auf der Internetseite CSU Online gibt es eine Liste der Unternehmen, die es dieses Jahr schon erwischt hat. Und was ich besonders erschreckend finde, ist hier wirklich alles vertreten. Firmen mit, also sehr große Unternehmen, Behörden, IT-Sicherheitsunternehmen. Also aus meiner Sicht zeigt das auch, dass man sich im Grunde nur sehr schwer vor solchen Attacken schützen kann. Ja, und all das ist nach wie vor vorhanden und kann einen Blackout auslösen. Und die Tatsache, dass sich das Risiko nicht erhöht hat, also in dieser Woche, heißt überhaupt nicht, dass die Energieversorgung sicher ist, was ich ja auch mit der Liste und der Aufzeichnung, wie viele zuverlässig produzierende Kraftwerke wir haben. Es sind ungefähr 57 Gigawatt an Leistung und wir brauchen in der Spitze bis zu 80 Gigawatt an Leistung. Und wir haben die Situation, dass wir ja durch den Ausbau der Wärmepumpen, durch den Ausbau der E-Mobilität und den Ausbau der Digitalisierung deutlich mehr Strom brauchen werden in der Zukunft. Ich möchte heute mit einem kleinen Tipp zur Krisenvorsorge für Unternehmen schließen. Am 30.12. veranstalte ich ein kostenloses Webinar zur Brownout-Vorsorge für kleine und mittelständische Unternehmen und da sind noch einige Plätze frei. Die Anmeldung erfolgt über den Link. Ja, wir können einen Blackout mit schwerwiegenden Folgen für die Menschen und Unternehmen nicht ausschließen und das ist einfach Fakt. Wer sagt, der habe alles im Griff und es gäbe keinen Blackout, der sagt die Unwahrheit. Man möge sich nur an Erdbeben, Cyberattacken, Terror und Extremwetter erinnern. Das kann niemand ausschließen. Insofern gibt es eine reale Blackout-Gefahr und das bedeutet, dass man sich unbedingt vorbereiten muss, denn Land und Kommunen sind selbst nicht ausreichend auf den Blackout, auf den landesweiten Stromausfall vorbereitet. Und das findet man überall bestätigt. Fragen Sie bei Ihrer Kommune nach, wie sich vorbereitet wird, und Sie werden erfahren, dass man sich auf ein lokales, maximal 72-stündiges Ereignis vorbereitet, aber nicht auf ein mehrwöchiges, das ganze Land betreffende. Bitte, bitte nehmen Sie die Lage ernst und bereiten Sie sich vor. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und bis nächste Woche, Ihr Robert Jungnischke.